Wird endlich gut und herzlich willkommen Filmfans zu einer neuen Folge von Lords kleine Filmkollekte und zwar Part Nummer 1 für die Monate September, Oktober, November und Dezember. Und in diesem ersten Part stelle ich euch nur die schlichteren Keepcase VÖs vor. Sind natürlich auch ein paar dabei, die mal mit einem Schuber da herkommen. Und im zweiten Video zeige ich euch dann die ganzen Steelbooks, Mediabooks, vielleicht eventuell auch ein Digipack und auch eine Hardbox. Denn das Ganze sollte eigentlich schon im Dezember stattfinden, zumindest für die vorherigen drei Monate. Wurde auch von mir schon abgedreht, gab zumindest eine Rohschnittfassung, die über 2 Stunden ging. Aber da waren so viele Übergänge gewesen, die mir nicht wirklich gefallen hatten. Und deswegen habe ich sehr, sehr schnell wieder dieses Video verworfen und gelöscht. Und natürlich ganz klar mir dann gedacht, okay, da muss ich mir das Ganze mehr oder weniger nochmal im Januar antun. Und das ist schon eine relativ langwierige Gelegenheit, vor allem so einen einzelnen Part zu drehen, denn allein hier in diesem Part haben wir über 40 Filme, die ich jetzt versuche in wirklich relativ knapper, überschaubarer Zeit abzuhandeln, was so alles in die Sammlung gewandert ist. Und da sind natürlich mehr oder weniger viele Filme aus diversen Genres dabei, der ein oder andere Geheimtipp und natürlich auch so ein bisschen das übliche Zeug, was viele andere auch schon gezeigt haben, wobei hier auch ein paar Filme dabei sind, die sicherlich die wenigsten überhaupt sich angeschaut oder überhaupt in die Sammlung geholt haben, da es von diesen Filmen halt leider keine Steelbooks oder sonstigen Sondereditionen gibt. Ja, deswegen holt euch auf jeden Fall was zum Knabbern, Popcorn, Kekse, vielleicht ein Schnitzel oder ein ganzes Hähnchen, kann von mir aus auch ein komplettes Schwein am Spieß sein. Natürlich, wenn es um Getränke geht, ich habe hier natürlich Kaffee, Tee, Bier, alles Mögliche und dann könnt ihr dieses Video natürlich dann in Ruhe genießen, wenn ihr natürlich was zum Futtern habt. Und wir fangen jetzt natürlich ganz klar an, mehr oder weniger noch so mit den Resten der seligen Feiertage von Weihnachten, beziehungsweise mit so einem Film, den man sich echt gut vor Weihnachten oder während der Weihnachtsfeiertage gut anschauen kann. Und zwar In der Arsche ist der Wurm drin, ein Film, der sehr, sehr lange auf der Watchliste und dann auch irgendwann auf der Kaufliste stand und wo ich den Release damals Mitte der 2000er, und zwar 2005, schon mitbekommen hatte. Aber ich habe diesen Film nirgendwo zum Teufel gefunden und gesehen und da habe ich mir gedacht, so, nee, ist jetzt nicht so ein Film, den ich mir unbedingt bestellen muss. Aber irgendwann hat es mich dann doch in den Fingern gejuckt, beziehungsweise ich habe ihn dann nicht bestellt, aber ich habe mich dann echt gefreut, als er dann hier eingetrudelt ist. Und es ist mehr oder weniger, wie man schon sieht, hier die Zweitauflage, die halt leider kein Wendecover hat, wo man mehr oder weniger das Design komplett gelassen hat und auch die Disc selber ist die gleiche, trotz mehr oder weniger neuem Aufdruck, aber ich muss sagen, In der Arsche ist der Wurm drin, ist natürlich so ein Film aus Kindheitstagen, der auch schon gut 30 Jahre auf dem Buckel hat, den ich doch sehr positiv noch in Erinnerung hatte und der mir auch jetzt nach der erneuten Sichtung, nach so vielen Jahren vor Weihnachten, sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, muss ich sagen, ja, und auch von den Zeichnungen, von den Animationen, ist der Film schon recht gut gealtert, auch wenn ich sagen muss, dass es halt hier so gute VHS-Qualität ist, die man hier auf die DVD gepackt hat. Mehr ist es auch nicht quasi, vor allem wenn dieser Vergleich aufkommt hier zu den großen Vorbildern, Walt Disney, braucht der Film sich wirklich nicht zu scheuen, dann auch noch mit so einem schönen Song von Karel Gott, ja, und es geht ja im Grunde genommen hier um diese Holzwurmfamilie, die an Bord der Arche Noah landet und sich dort einnistet und ja, hunderte oder waren es gar tausende Kinder auf die Welt bringt. Eine schöne, schöne Großfamilie, die natürlich auch, ja, ordentlichen Kohldampf hat, wenn es um Holz geht und für den einen oder anderen Lochfraß verantwortlich ist. Und dann tauchen natürlich noch diese bösen Termiten auf, die ich als Kind schon ziemlich gruselig fand und mehr oder weniger müssen die Würmer dann versuchen, quasi die Termiten von der Arche Noah runterzukriegen, bevor die mehr oder weniger absäuft. Und ja, der arme Drache hier selber war auch nochmal so ein Highlight gewesen. Nein, du kommst nicht an Bord quasi. Wenn der Drache es an Bord geschafft hätte, dann hätten wir sicherlich heutzutage auch noch irgendwo Drachen rumzufliegen. Und ja, muss ich sagen, das ist wirklich gute Unterhaltung für die ganze Familie, für die lieben Kleinen. Da kann man definitiv nichts falsch machen. Der Film ist doch recht gut gealtert, wobei ich mir wirklich eventuell vielleicht noch eine etwas anständigere, zumindest von der Bildqualität bessere Neuauflage nochmal wünschen würde, muss ich sagen. Habe ich ja quasi diesen Rewatch nach so, so vielen Jahren von diesem Film definitiv nicht bereut. In der Arsche ist der Wurm drin. Ja,
Dann kommen wir jetzt zu richtiger Feel-Good-Unterhaltung aus den seligen 70ern. Ja, diesen Titel muss man sich erstmal auf den Lippen zergehen lassen. Musik, Musik, da wackelt die Penne Arrabbiata. Nein, nur die Penne quasi. Ja, so ein Klassiker aus den seligen Zeiten, so aus der Nachkriegszeit, wo die Leute halt mehr Lust hatten, so auf Feel-Good-Filme quasi. Die Liebe, heile Welt, was mir dann so, wo ich jünger war, dann doch schon irgendwie relativ schnell auf den Sack gegangen ist, nach dem 1000. Heimatfilm mit Hans Moser. Aber die Filme mit Ilja Richter oder auch Hansi Kraus, die sind schon, muss ich sagen, cool und die kann man sich auch heutzutage noch gut angucken. Und da muss man sich ehrlich gesagt nicht fremdschämen, als wenn da irgendwie ein Fuck davor steht, wo ich mir denke, was ist hier mehr Film? Ja, und das ist natürlich ganz klar die Frage und das sind halt reine Unterhaltungsfilme. Das sind so Sonntagnachmittagsfilme, die man sich echt gut anschauen kann und das eine oder andere Mal, wenn man halt so durch den Müller geht und dann hat man halt diese Low-Price-Abteilung, wo die ganzen DVDs sind, dann stehen natürlich viele dieser Titel rum und dann denkt man sich so, okay, den könnte man sich echt mal wieder anschauen. Den hat man früher mal irgendwo gesehen, glaube ich, im Fernsehen, aber man hat ihn dann irgendwann auch wieder vergessen und ich muss sagen, deswegen bin ich echt froh, dass diese Filme dennoch ganz klar vor allem auf DVD aufgelegt worden sind und natürlich mittlerweile, ja, ist, wenn die auch für Dumpingpreise quasi auch rausgekloppt, wenn man sie einfach loswerden möchte. Und deswegen muss ich sagen, bin ich echt froh drum, ja. Und sowas gehört, muss ich sagen, auch in eine gut sortierte Filmsammlung rein, ja. Nicht nur die ganzen A-Triple-Blockbuster quasi, sondern auch diese damaligen deutschen Gassenhauer quasi. Und allein die Bilder zeigen schon, ja, hier wird quasi ein Musical auf die Beine gestellt und was noch für Darsteller dabei sind, der gute Chris Roberts, der ja letztes Jahr verstorben ist, dann natürlich noch Howard Carpendale, Gunther Philipp und natürlich der gute Rudolf Schindler, den man auch aus den anderen Pinela-Filmen kennt, der ja dann auch in Hollywood sowas wie eine Karriere gemacht hat, zum Beispiel auch als deutscher Butler in Der Exorzist. Wo ich ja ich so das erste Mal gesehen habe, ich mir gedacht, so, den Typen kennst du doch von irgendwoher. Der wird doch sonst immer von irgendwelchen Schülern richtig schön veräppelt und geärgert. Und dann ist mir eingefallen, ah ja, okay, gut. Das waren die Pinela-Filme. Geil, geil. Und was mich ein bisschen irritiert, ist, dass wir hier vorne einen Flatschen drauf haben. Hinten ganz klar, hier nochmal ganz klein, FSK 6 freigegeben. Und deswegen, wo ich es gekauft hatte, da bin ich halt vorausgegangen, ah ja, okay, da gibt es ein Wendecover. Nö, nix. Gähnende weiße Leere. Weiß ich nicht, ob da vielleicht ein Wendecover geplant war. Aber denen dann im Nachhinein doch die Kohle ausgegangen ist. Und Extras selber, interaktive Menüführung und Kapitelwahl. Also das erinnert mich wirklich so immer noch an die bestehenden seligen CMV Laservision Zeiten. Aber ansonsten muss man sagen, kann man echt wirklich viel, viel Spaß mit dieser Art von Film haben. Gut, dann kommen wir jetzt zu einem etwas ernsteren Thema. Ja, ich würde sagen, wie ich es auch heute sagen, nicht ohne meine DVDs. Dann haben wir es natürlich hier mit nicht ohne meine Tochter zu tun. Die Story der Betty Mahmoudi. Ein Film, der Anfang der 90er schon relativ hohe Wellen geschlagen hatte, den ich allerdings, bis ich im Kick dann mehr oder weniger auf diese 2-Euro-DVD da gestoßen bin, nie wirklich gesehen hatte. Aber ich habe immer so in den 90ern gedacht, oh, das ist großer Kitsch. Der Film ist schlimm, das ist total schlimm, was denen passiert ist. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass vor ein paar Jahren nochmal irgendwo im Fernsehen ein Interview mit der guten Betty, ich glaube auch mit ihrer Tochter, gab. Ich habe es auch nur mitbekommen, ich habe es wirklich nie gesehen. Und wenn ich so denke, nachdem ich den Film gesehen habe, wäre dieser Film eigentlich prädestiniert für eine etwas gescheitere Neuauflage auf DVD und Blu-ray mit neuen Extras. Eventuell mit irgendwelchen Dokumentationen über das Thema, um das Ganze vielleicht nochmal von anderer Seite ein bisschen zu betrachten, weil filmisch gesehen muss man natürlich immer mal ein bisschen so das Ganze ein bisschen auseinanderhalten, was war jetzt wirklich und was wurde mehr oder weniger dazu gedichtet, das ist natürlich die Frage. Es kann auch sein, dass sie sich komplett halt an die Tatsachen gehalten haben, die ja halt auch in diesem Buch drin standen, die Betty Mahmoudi gedreht hatte und eigentlich ist so, ist es eigentlich nachvollziehbar, warum der Ehemann mehr oder weniger, der aus dem Iran kommt, wieder zurück in die Heimat will und erst seiner Familie vorgaukelt, nö, wir machen da erstmal Urlaub und so. Und dann kommt später raus, okay, er hat seinen Job als Arzt eigentlich gekündigt, da er dann doch auch mit einer gewissen Form von Rassismus leider konfrontiert worden ist und es ihm einfach nicht mehr gepasst hat und er sich dann auch irgendwann in den USA nur noch fremd gefühlt hat und dann mehr oder weniger seine Familie mit rüber nimmt in diese Heimat. Und es ist halt schwer, wenn so gewisserweise zwei Kulturen aufeinander prallen,
gewisserweise auch Weltansichten, und das zeigt der Film irgendwo, vielleicht etwas flach, aber ich muss sagen, die Inszenierung, muss ich sagen, ist ordentlich solide. Der Cast hier mit Alfred Molina und Sally Field ist wirklich sehr, sehr gut. Was ich ein bisschen eigenartig fand, war die Musik von Jerry Goldsmith. Die hat eher in so einen Actionfilm oder Thriller gepasst. Die ist immer da vorangeprescht und die war richtig dynamisch und so, während du eher so ruhige Szenen gesehen hast, so wo eigentlich mehr so diskutiert worden ist und so, und dann auch so ein bisschen dieses Thema von wegen häuslicher Gewalt mit reinkommt und so weiter, wenn der Mann versucht, Betty mehr oder weniger einzuschüchtern. Und dieser Part selber, wenn sie mit ihrer Tochter flüchtet, das ist, nimmt eher einen ganz, ganz kleinen Platz in diesem Film ein. Aber ich muss sagen, der Film war wirklich sehr ordentlich gefilmt, war gut gemachte Dramakost. Muss ich sagen, hat mir eigentlich gut gefallen. Ist ordentlich, aber ich muss sagen, ist jetzt nicht so der Kitschknaller gewesen oder dieser wirklich, dieser absolut ach so harte Film, sagen wir es mal so. Ich glaube, in der Realität, was halt die richtige Betty durchmachen musste, das war sicherlich wesentlich härter als das, wie es hier im Film halt geschildert wird. Aber ich muss sagen, ein wirklich ordentlicher Film. Allerdings, glaube ich, wird es mal Zeit für eine gescheite Neuauflage, würde ich mal glatt sagen, ja. Aber ich muss sagen, für den Preis vollkommen okay. Wenn er den Grabbelecke findet, kann man den sich ruhig mal mitnehmen, ja. Gut, dann kommen wir jetzt zu einem Film, der ein sehr interessantes Thema hat, beziehungsweise einen deutschen Titel, der dann doch das Thema ein bisschen verfälscht. Und zwar Ewige Jugend. Ja, eigentlich im englischen Original nur Youth. Also Jugend oder Jung, das hätte vielleicht besser dazu gepasst, vom Regisseur von La Grande Bellezza, der vor ein paar Jahren den Oscar für den besten fremdsprachigen Film bekommen hat, wo ich eigentlich nur negative Kritiken gelesen hatte. Von Paolo Sorrentino, dessen Serie Young Pope mit Jude Law ja auch relativ gute Kritiken bekommen hatte, wo ich mich bisher aber noch nicht dran gewagt habe an dieses Thema, ein junger Pfarrer, junger Papst quasi, wie komme ich nur auf Pfarrer an dieser Stelle? Shame on you, shame on me, würde ich mal fast sagen. Ja, und mit Michael Caine und Harvey Keitel wirklich sehr, sehr gut besetzt. Nebenbei haben wir noch Rachel Weisz, wir haben noch Paul Dano und Jane Fonda, die allerdings hier nur 5 Minuten Auftritt hat. Allerdings einen so dermaßen überkandidelten, schlecht geschminkten Auftritt als alterne Diva und Muse, dass es nur so kracht. Und der Film hat eigentlich keine wirkliche geradlinige Handlung. Es ist mehr so eine episodenhafte Struktur, die er hat. Es geht hier um Fred und Mick, die auch quasi miteinander verschwägert sind, da Freds Tochter mit Micks Sohn verheiratet ist, und irgendwann wird dann mehr oder weniger Freds Tochter von Micks Sohn abserviert für eine jüngere, und die hängen dann alle mehr oder weniger in den Schweizer Alpen halt in diesem Wellnesshotel ab, und während Mick noch nebenher arbeitet, an einem neuen Drehbuch und einen neuen Film drehen möchte, hängt Fred komplett mehr oder weniger fest. Also der hat so fast schon den Lebenswillen verloren. Er ist eigentlich ein sehr angesehener Komponist für Simple Songs, die er allerdings meistens vor allem mit seiner Frau gemacht hat. Und er bekommt eigentlich immer so die Einladung, ja, spielen Sie doch mal für die Queen, die möchte unbedingt ein Konzert von Ihnen. Und das ist so im Grunde genommen die Story an sich. Und darum ranken sich noch andere Geschichten, wie zum Beispiel um einen Method Actor namens Jimmy, der von Paul Dano wirklich köstlich verkörpert wird, den die meisten halt nur aus dem Blockbuster kennen, wo er einen Roboter spielt. Und der dann in der zweiten Filmhälfte eine wirklich fast schon grenzgenial geschmacklose Kostümparade zelebriert, wo ich mich fast vor Lachen nicht mehr halten konnte. Ja, obwohl der Film dann doch relativ ernst gehalten ist, hat er so viele skurrile, spaßige, witzige, herzige Momente drin. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich würde sogar schon fast sagen, dass es bisher der beste Film von Sorrentino ist, den ich überhaupt jemals gesehen habe. Es gibt ja noch Cheyenne, wo ja Sean Penn quasi, ich glaube, diesen Transvestiten da gespielt hatte, der auch relativ gut bei der Kritik wegkam. Wenn man alle Filme mehr oder weniger von Sorrentino in einer Box haben möchte, gibt es ja mittlerweile auch von Wild Bunch bzw. Universum Film so eine hübsch aufgemachte Box. Aber zum Beispiel La Grande Bellezza, dieses 3-Stunden-Werk, wo es um so einen alten, einen Gigolo und ehemaligen Schauspieler, was das war, geht, das ist eher so ein Ding, was mich nicht wirklich interessiert hat. Aber ich muss sagen, Ewige Jugend stand schon immer auf der Watchliste, allerdings nicht so weit oben, aber dann gab es halt mehr oder weniger, oder gibt es immer noch die DVD für einen relativ günstigen Kurs für knapp, glaube ich, 5 Euro zu erstehen. Und das Interessante ist, trotz vieler nackter Tatsachen, die es in diesem Film gibt, und zwar von jungen, aber auch von alten Menschen, um das quasi auch so ein Gleichgewicht zu stellen, hat dieser Film nur eine Freigabe 6 bekommen. Und das, ja, das muss man erstmal hinbekommen, weil da schon gewisse Themen drinstecken, mit denen sicherlich 6-Jährige nichts anfangen können quasi.
Deswegen finde ich ein FSK 12 okay. Die ist hier allerdings nur zustande gekommen aufgrund irgendwelcher Trailer und das war es auch gewesen. Und ja, dieses Covermotiv selber, wenn man sich das von nahen anschaut, ist nicht wirklich so gut eingearbeitet worden. Es ist relativ unscharf, aber diese Szene kommt im Film vor und ist auch, muss ich sagen, relativ scharf. Und die Darsteller selber, vor allem Harvey Keitel und Michael Caine, die spielen hier so gut, so geil. Ich würde schon fast sagen, geil. Seit Ewigkeiten nicht mehr, muss ich sagen. Und allein deswegen lohnt es sich, zumindest einmal sich diesen Film anzuschauen. Und deswegen, Ewige Jugend ist ein schöner Geheimtipp und wirklich ein Film, mit dem ich sehr, sehr viel Spaß hatte. Gut, dann kommen wir jetzt natürlich mehr oder weniger zu PS Boliden, zu einer Filmreihe, die schon einen interessanten Wandel durchgemacht hatte, und zwar zu Fast and Furious. Eigentlich nur gekauft, weil ich den achten Teil mir mal anschauen wollte, denn bisher habe ich mir jeden Teil angeschaut und ich kann natürlich auch verstehen, dass es viele gibt, die auf dieser Reihe rumreiten und ja, sie in Grund und Boden stampfen, ganz klar. Diese Reihe bietet so viel Potenzial, aber auf der anderen Seite sieht man ganz klar, es sind einfach nur oberflächliche Unterhaltungsfilme, die es auch schaffen zu unterhalten. Obwohl ich mir Teil 7 nochmal angetan habe und ganz klar sagen muss, dass der Film mag zwar von der Action ordentlich sein, aber der Rest, man hätte einfach komplett anders mit diesem Thema umgehen können. Aber ich sag mal so, da hatten die ganzen Chefs und Produzenten bei Universal, die hatten halt sehr, sehr viele Dollarzeichen in den Augen und auch im Herzen, und deswegen war es ihm auch komplett egal, dieses Paul Walker Ding. Deswegen haben sie gesagt, okay, wir machen eine komplette andere Sache damit, damit diese Reihe weiter auch am Leben bleibt. Und wer es auch mitbekommen hat, da gab es ja diesen großen Shitstorm, diese große Aufregung von Tyrese Gibson und dann später rund um Tyrese Gibson, weil ja der neunte Teil mehr oder weniger dann später kommt, da ja erstmal ein Spin-off mit Statham und The Rock dann quasi kommt. Und genauso wie bei vielen anderen Filmreihen habe ich mir eigentlich vorgenommen, wirklich so lange zu warten, bis diese Filmreihe endlich mal beendet ist. Vielleicht bis sie bei Teil 50 oder so ist, um sie mir dann eventuell in die Sammlung zu holen. So ist es genauso wie mit der Mission Impossible Reihe. Da werde ich noch extra noch die nächsten, keine Ahnung, 20 Jahre warten, bis Tom Cruise so mit Anfang 70 keinen Bock mehr hat, quasi sich Stunts selber zu machen. Kann ich deutlich davon ausgehen, dass dann die Reihe beendet ist. Aber solange diese Filme halt am Box Office trotz so vieler schlechter Kritiken halt punkten, wird es weiter Filme geben. Da wird die Kuh so lange gemolken, bis sie irgendwann nicht mehr Milch gibt, sondern bis sie irgendwann tot umfällt quasi. Ja, muss man einfach mal so von ausgehen. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, kann man sich holen. Die Steelbooks selber, die es von all den Filmen gibt, die haben mir nie gefallen, muss ich sagen. Ich fand die immer pottenhässlich mit irgendwelchen Autos vorne drauf oder mit den Darstellern bzw. der Familie selber. Ja, okay, wer es braucht, aber ich muss sagen, ist jetzt nicht so die Filmreihe, die ich wirklich, wo ich komplett hinterher bin, wo ich jeden Teil in sonst was für eine Sonderausführung brauche. Da reicht das hier vollkommen aus, auch wenn es nur DVD ist. Gab es auch diese Geschichte beim achten Teil mit dem längeren Director's Cut. Guckt euch den Schnittbericht an, da sieht man eigentlich, dass man sich diese Fassung komplett sparen kann. Und ich muss sagen, mit dem achten Teil habe ich wirklich sehr, sehr viel Spaß gehabt. Einfach hören raus, Film rein, würde ich jetzt mal fast sagen. Die Aufmachung selber hier gefällt mir, ist relativ schlicht und sporadisch, aber ich finde es schön, dass sie halt so einen schönen, relativ stabilen Schuber gemacht haben, innen drin halt kein Wendecover, weil sie die Credits noch innen drin reindrucken mussten, aus welchem Grund auch immer. Die hätte man sicherlich hier hinten noch auf die relativ unspektakuläre Hintergrundseite noch bappen können, aber na, natürlich, das ist mal wieder Meckern auf hohem Niveau. Die Filme sind halt okay für das, was sie halt sind, aber man sieht vor allem, wenn man die ersten drei Teile sieht, wo es eher um illegale Autorennen und so geht, ist es natürlich, gehen die letzten Teile ganz deutlich mehr so in die Richtung überkandidelter Action, fast schon im James-Bond-Style, nur halt noch ein bisschen mehr drüber quasi. Ja, und damit kann man eigentlich Spaß haben, mehr auch nicht, sagen wir es mal so, mit Fast and Furious. Ja, gut, dann haben wir es jetzt auch nochmal mit Action zu tun und mit einem, muss ich sagen, auch schon soliden Comeback quasi für Keanu Reeves selber hier, John Wick. Ist allerdings auch so ein Film, wo ich nicht wirklich verstanden habe, warum jetzt alle so komplett durchdrehen und oh, das ist so geil, das ist geile Action und so weiter. Das Problem ist halt, ja, die Action ist schon geil, aber zwischendrin hat es schon deutliche Ermüdungserscheinungen nach dem gefühlt, keine Ahnung, 100. Kopfschuss. Ja, und dieser Kampfstil ist schon relativ cool, die Story an sich auch, die Motivation halt. Dieser kleine Hund, dieser Welpe, den halt die verstorbene Frau dem guten John quasi hinterlassen hat. Seine verstorbene Frau, würde ich auch mal dazu sagen, ja, nicht irgendeine Frau, die er vielleicht versehentlich überfahren hat. Nein, das ist schon, muss ich sagen, relativ nett.
Die Gegenspieler sind auch gut, muss ich sagen, in der Hinsicht, wie sie halt sind, ja. Und halt dieses Universum, das da aufgebaut wird, dieser geheime Killer-Zirkel, dieses Hotel, wo eigentlich nur Killer hausen und so, ja, das ist schön gut, das ist schön drüber, muss ich sagen. Aber am Ende des Tages ist es halt auch nur so einer von diesen leidigen, modernen Action-No-Brainern halt, wie man sie zuhauf teilweise sieht. Es ist eigentlich, während der Film in den 90ern rauskommt, wäre eigentlich direkt, glaube ich, in der Videothek gelandet, so als B-Movie-Videopremiere, hätte sicherlich einen ordentlichen Erfolg gehabt. Die FSK 16, muss ich sagen, geht vollkommen klar, da das meiste eigentlich hier nur CGI-Gore ist, was man teilweise zu sehen bekommt. Teil 2 selber potenziert das natürlich noch ein bisschen mehr, auch was den Bodycount angeht. Und da werde ich auch warten, bis irgendwann die Blu-ray dann ein bisschen günstiger ist. Also hier, den habe ich bei dem Müller in der Krabbelecke für 5 Euro gefunden. Da habe ich mir gesagt, okay, nehmen wir mal mit, weil ich von dem wirklich ordentlich, muss ich sagen, auch die restlichen Darsteller, Ian McShane, dann natürlich Michael Nyquist, der letztes Jahr leider auch verstorben ist. Dann zum Beispiel auch der gute Dean Winters. Und viele andere, vor allem B-Movie-Nasen, auch Alfie Allen, unser Sion Graufreud. Das hat schon Spaß gemacht und bin halt mal gespannt, was der gute David Leitch, mehr oder weniger dann mit Deadpool 2 so gemacht hat. Aber ansonsten muss ich sagen, John Wick ist ordentlich, aber es ist auch ein bisschen überhyped, muss ich sagen, ja. Aber es ist auf jeden Fall ein Film, mit dem man auch eine gute Zeit verbringen kann. Gut, dann kommen wir jetzt zu achtbeiniger Kost quasi mit einem, wirklich muss ich sagen, einen der besten Vertreter des modernen Trash-Kinos, würde ich fast sagen. Kein Pseudo-Trash aus dem Hause The Asylum, der euch traumatisiert mit schlechten Photoshop-Effekten, mit dümmlichen Dialogen und wo kaum was passiert, würden wir mal fast sagen. Mike Mendes weiß schon, was der geneigte Trash-affine Fan mehr oder weniger will, und das liefert er auch mit Big Ass Spider. Den Film habe ich ja vor ein paar Jahren zumindest gesehen und hier mal auch auf meinem Kanal eine Review gemacht gehabt. Und seitdem er, hatte ich ihn eigentlich öfters in der Hand gehabt, aber ich konnte mich irgendwie nie durchringen. Und dann habe ich ihn halt auch beim Kick gesehen, ich glaube für 3 Euro die Blu-ray. Natürlich hier nicht die mit dieser, ich glaube, orangen Hülle, sondern mit dieser standardblauen Hülle. Und dann habe ich mir gesagt, okay, für den Preis nimmst du es dir ruhig mit, muss ich sagen. Da kann man absolut nichts falsch machen. Das ist wirklich ein kompetent gemachter, spaßiger Horror-Trash-Comedy-Film, der wirklich viel Spaß macht, der kurzweilig ist, der sogar mit einem sehr bekannten Cast um die Ecke kommt. Nicht nur Greg Grunberg, den man aus Heroes kennt oder Star Wars Episode 7, sondern auch mit dem guten Ray Wise aus Robocop. Und natürlich auch unter anderem mit dem Gastauftritt von Troma-Chef Lloyd Kaufman, und ja, da bleibt kein Auge trocken, das macht wirklich viel Spaß. Und Mendes selber ist ja dann zumindest eine Weile lang dann noch spinnentreu geblieben mit den beiden Lavantula-Teilen, die auch dann schon eine Spur trashiger aussehen und auch in gewisser Weise einen Teil des Casts von Police Academy in den Hauptrollen innehaben. Ja, macht einfach nur Spaß, muss ich sagen, und deswegen musste der einfach endlich mal in die Sammlung wandern. Big Ass Spider. Gut, dann zu einem Film, der zumindest, ob seine Unlogik dafür getaugt hat, einen der wohl tollsten Rants des auslaufenden letzten Jahres dann nochmal zu erleben, seitens des guten Slane McRoth in einem seiner letzten Slane Watched, quasi 47 Meters Down. Ich habe ja zu dem Film auch eine Kritik gemacht gehabt, ich glaube, als er meine Kritik zum Film sah, okay, hat er gesagt, oh, den muss ich sehen, der ist sicherlich gut und so weiter. Und sein Rant bzw. seine Meinung zum Film war dann leider etwas gegenteilig gewesen. Und natürlich ganz klar, der Film hat viele eher unlogische Stellen, aber ich hatte ihn vor allem als Unterhaltungsfilm gesehen und habe jetzt nicht gedacht, dass es die komplett realistische Abbildung eines solchen Vorfalls ist. Ja, ganz klar, vor allem wenn man sich die Filmografie des Regisseurs Johannes Roberts anguckt, der eher so Sci-Fi, Horror-Trash-Filmen angefangen hat, wie zum Beispiel Roadkill oder Storage 24 gedreht hat, und andere Werke, muss man sagen, ist das schon eine deutliche Steigerung. Und der Film hat nicht viel gekostet und war auf jeden Fall ein absoluter Überraschungshit in den USA gewesen, weil der Verleih sich da gedacht hat, okay, gut, wir bringen den Film doch ins Kino, und das hat dann immerhin getaugt. Und als ich dann mehr oder weniger diesen Rant sah, war schon wirklich sehr, sehr amüsant. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber ich muss sagen, ich sehe das Ganze jetzt nicht so verbissen und ernst. Ja, also mittlerweile, wenn man es ja so sieht, taugt ja jeder Film eher dazu, dass man ihn, ja,
einen Grund und Boden stampfen könnte, ob er Fehler hat, ob jetzt jemand, ob jetzt die unter Wasser wirklich miteinander reden können, aufgrund ihrer, ja, Atemgeräte und so, oder ob eine Prinzessin halt durchs Weltall fliegt. Ja, mittlerweile sind so schießige Elemente, ist halt etwas, was die Zuschauerschaft irgendwie nicht mehr einem freudig abnimmt quasi und sagt, ja, die trauen sich mal was, die sind mal ein bisschen drüber und machen irgendwelchen Quatsch, nö. Mittlerweile wird ja mehr oder weniger drauf gepocht, das muss ja alles so ernst und realistisch sein, und 47 Meters Down hat er leider in der Hinsicht gelitten. Aber ansonsten eine anständige Blu-ray VÖ, der Film macht Spaß, ist, muss ich sagen, ordentlich, genauso wie schon zuvor The Shallows, wo man auch ganz klar Elemente rauspicken könnte, die auch komplett drüber sind, aber das ist einfach ein reiner Unterhaltungsfilm und das mehr will er auch nicht. Und mein größter Kritikpunkt halt an diesem Film war mehr oder weniger das Ende nach dem Ende. Und ansonsten kann man wirklich damit auch viel, viel Spaß haben. Gut, dann natürlich zu einem Film, der mich Ende letzten Jahres noch wirklich sehr überrascht hatte, den ich natürlich relativ hoch auf meiner Watchlist hatte, aber es war ja eher so ein Film, der nur Festivals lief und halt nicht im Kino. Und zwar ist die Rede hier von Colossal von Nacho Vigalondo. Für mich der beste Monsterfilm, der im letzten Jahr rausgekommen ist, weil das Monster hier nur eventuell knapp 2 Minuten zu sehen ist. Und ansonsten geht es hier um Erwachsene, die Probleme haben, und irgendwann hat der Film dann so einen Twist drin, beziehungsweise so eine Entwicklung, so einen Konflikt, den ich absolut nicht gesehen habe, da der Trailer dann noch so mehr so auch spaßig getrimmt war. Und das hat mich wirklich sehr, sehr überrascht bei diesem Film. Deswegen war es halt wirklich so ein Kandidat, der auf jeden Fall in die meine Top 10 2017 rein musste. Ja, wo ich es definitiv nicht bereut habe, ihn mir gekauft zu haben. Also da hat sich jeder einzelne Cent definitiv gelohnt. Es ist halt mehr so ein Schauspielfilm, also zu 99% Schauspielfilm, 1% Effekt. Gewitter, das Monster ist schon cool designt. Der Film hat natürlich ein paar richtig coole Effekte. Aber der Film lebt in erster Linie vor allem von seinen Darstellern. Und Anne Hathaway und Jason Sudeikis sind wirklich absolut genial, muss ich sagen. Der Film hat wirklich absolut Spaß gemacht. Das ist wirklich so ein Mix aus Ernsthaftigkeit und Witzigkeit, sagen wir es mal so. Es ist mehr so eine Dramödie halt mit einem Monster drin. Muss man einfach gesehen haben. Ja, um zu glauben, dass auch solche Filme mehr oder weniger produziert werden. Kolosse. Gut, dann kommen wir jetzt auch noch zu einem kleinen Animationsfilm, zu einem Geheimtipp. Ein Film, der mich auch sehr überrascht hat, auch schon nachdem ich den Trailer gesehen hatte, von Mein Leben als Zucchini, habe ich mir gedacht, diesen Film muss ich mir anschauen. Natürlich hat er einen relativ kleinen, limitierten Kinorelease gehabt, aber vor allem bei solchen Filmen fehlt mir meistens die Zeit, weil ich genau weiß, wenn dieser Film läuft, dann bin ich eigentlich nur abgedeckt mit Arbeit und eigentlich auch sonst nichts und kommt definitiv nicht dazu, den Film überhaupt auch auf der großen Leinwand zu schauen. Wäre sicherlich auch ein schönes Erlebnis gewesen, aber ich muss sagen, die Blu-ray bzw. DVD-VÖ kann ich euch auf jeden Fall ins Herz legen. Der Film war ja letztes Jahr auch zumindest pseudomäßig nominiert als Anwärter für den besten Oscar als bester Animationsfilm. Natürlich ganz klar hat der Film keine Chance gehabt gegen einen Film von einem großen Konzern oder von anderen großen Studioproduktionen, die natürlich Millionen an Zuschauern abgreifen. Das hier ist eher so ein Film, der trotz seines niedlichen Looks sich eventuell ein bisschen mehr an Erwachsene richtet. Ja, weil Mein Leben als Zucchini ist vor allem vom Inhalt dann doch eher so ein relativ harter, trauriger Film bis zum bestimmten Grad. Es geht um einen kleinen 9-jährigen Jungen, der halt Zucchini heißt, das ist sein Spitzname, mehr erfahren wir nicht, der nach dem sehr, sehr plötzlichen Tod seiner Mutter, und das war auch schon so eine Sequenz, wo ich dachte, oh, hat eigentlich vorher auch kein wirklich gutes Leben gehabt, sagen wir es mal so, ein relativ tristes, dann halt in ein Waisenhaus kommt und sich dort so allmählich, nachdem es so ein paar kleine Differenzen mit den anderen Kindern gab, mit denen sich anfreundet und dann doch ein relativ schönes Leben hat in diesem Waisenhaus, aber natürlich immer mal wieder so dieses Gefühl hochkommt, ja, man könnte dann vielleicht doch mal eine neue Familie finden, und das ist natürlich so der Wunsch eines jeden einzelnen Kindes in diesem Film, obwohl es auch ein Mädchen dabei gibt, die mehr oder weniger im Waisenhaus nur landet, weil die Aufenthaltsgenehmigung ihrer Mutter quasi abgelaufen ist und so andere Sachen, aber ich muss sagen, ein wirklich sehr, sehr schöner, herziger Film, der mit einem schönen, würde ich sagen, lakonischen Humor daherkommt. Auch die Animationen selber, dieser ganze Stil hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und auch, muss ich sagen, es kommt wirklich sehr gut rüber hier auf dieser Blu-ray.
Und das hier ist ja so mehr oder weniger diese Schuber-Edition gewesen, wo es dann auch, wie ja vermerkt ist, Exklusivversion mit Sticker-Set. Ansonsten hier natürlich die ganzen Hinweise, was der Film für Preise gewonnen hat, beziehungsweise für was er nominiert war. Dann natürlich hier vorne die ganzen, ja, Hauptfiguren, die der Film hat. Leider das Ganze kein Wendecover, dafür gibt es hier immerhin einen recht schönen Innendruck drin. Auch eine wirklich sehr, sehr schöne Sequenz quasi, wo die Kinder dann mit ihren Betreuern dann so in die Berge fahren, um Schlitten zu fahren. Das ist wirklich sehr schön. Und dann abends noch so Kinderdisco machen, das muss ich sagen, wirklich sehr herzlich. Und der Film ist ja auch jetzt mit gerade mal 66 Minuten relativ kurzweilig ausgefallen. Und dann haben wir natürlich hier noch die Sticker, die dem Ganzen beilagen. Und muss sagen, ein Film, der mich sehr, sehr berührt hat, der sehr schön gemacht ist. Also ja, und deswegen ist auch so ein kleiner Geheimtipp. Ist jetzt so ein Film, der sicherlich jetzt nicht jedem zusagen dürfte, aber es ist auf jeden Fall mal, vor allem im Animationsbereich, mal was komplett anderes. Vor allem, da ich so Stop-Motion, Clay-Animation-Sachen doch eigentlich immer sehr, sehr schön finde und man damit auch eigentlich relativ viel anfangen kann. Und deswegen Mein Leben als Zucchini wirklich ein sehr, sehr schöner, trotz gewisser Themen, sehr, sehr farbenfroher, fröhlicher Film, würde ich schon fast sagen, ja. Der so Höhen und Tiefen durchmacht. Das ist schon recht interessant in dieser Form zu sehen. Gut, dann kommen wir natürlich auch, geht's weiter mit eher so Familienunterhaltung, mit einem Film, den ich, bevor er schon rauskam, relativ skeptisch entgegenstand und dann kamen die ersten Kritiken raus, die auch nicht wirklich gut waren, sagen wir es mal so, aber mittlerweile soll man sich ja immer selber sein eigenes Bild von dem Film machen. Das gilt dann auch mehr oder weniger für die Big Fucking Gun. Leider, leider nicht. Diese Scherze fand ich aber auch sehr amüsant so. Jetzt im Kino Big Fucking Gun, nein, Big Friendly Giant. Sophie und der Riese ist nicht die erste Verfilmung quasi von dieser Roald Dahl-Geschichte quasi. Da gab es auch einen Animationsfilm, den gibt es auch zumindest auf DVD zu kaufen. Und ja, dieser neuere Film von Steven Spielberg musste natürlich viel Kritik einstecken. Natürlich auch von wegen Uncanny Valley-Effekt, was die CGI-Effekt angeht. Aber ich muss sagen, Mark Rylance, der hier natürlich den Riesen verkörpert, diesen freundlichen, etwas älteren Riesen, macht das sehr, sehr gut über Motion Capturing mit seiner Mimik und Gestik und auch wie das Gesicht gestaltet ist. Ich habe die ganze Zeit wirklich mal Mark Rylance gesehen und nicht irgendein CGI-Gebilde. Und das muss man erstmal hinbekommen. Natürlich einige wenige Effekte sind nicht so gelungen, aber ansonsten muss ich sagen, die Welt, die der Film aufbaut, natürlich ganz klar, passt vom Look her. Es ist wirklich sehr schön. Es ist ein sehr warmherziger Film. Es hat eigentlich keine besondere großartige Story, jetzt würde ich sagen. Es geht eher um diese Beziehung zwischen Sophie, die von Ruby Barnhill auch wirklich gut verkörpert wird, und halt eben dem von Mark Rylance verkörperten Riesen. Dann gibt es natürlich ein paar andere Riesen, die sind schon ein bisschen übler drauf. In der zweiten Filmhälfte gibt es dann natürlich eine relativ absurde Szene, wo es ein Essen bei der Queen gibt, was, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist ein bisschen cheesy, das fällt ein bisschen gegenüber dem Rest des Films ab, aber ansonsten muss ich sagen, war der Film sehr, sehr ordentlich gemacht, hat einen wirklich sehr, sehr schönen Soundtrack von John Williams. Und ja, bei den Extras gibt es natürlich auch noch eine kleine Hommage an die gute Melissa Mathison, die auch mal mit Harrison Ford verheiratet war, die ja mehr oder weniger bevor der Film rauskam, die hat ja auch am Skript von E.T. geschrieben, hat leider verstorben ist. Da gibt es hier nochmal so eine ganz kleine, ja, Erwähnung an dieser Stelle, was ich auch dann sehr schön fand. Und ansonsten, ja, sind vor allem, was die Produktion angeht, sind zu großen Teilen natürlich die bekannten Leute mit an Start, die natürlich schon seit Ewigkeiten mit Spielberg zusammenarbeiten. Und ich muss sagen, BFG ist sicherlich nicht der beste Spielberg-Film der Neuzeit, aber es ist wirklich ein richtig ordentlich gemachter Film, vor allem da Mark Rylance ja auch so in den letzten Jahren zu einem seiner neueren Stammschauspieler geworden ist. Und ja, mehr oder weniger davor auf Bridge of Spies ja den Oscar als bester Nebendarsteller gewonnen hatte und jetzt auch in Ready Player One in einer Nebenrolle mit dabei ist. Muss ich sagen, BFG ist ein Film, den muss man sich anschauen. Vielleicht gefällt er einem oder gefällt einem nicht. Vielleicht bleibt die Skepsis einfach bestehen. Und es war halt mehr so diese Skepsis und das Ganze und ob das Ganze überhaupt taugt in so einer Art von Film. Aber ich muss sagen, der Film war wirklich richtig gut umgesetzt. Hat viel Spaß gemacht, trotz gewisser cheesiger Elemente, muss ich sagen. Und trotz der Technik selber hat er noch sein Herz am rechten Fleck gehabt. Und das ist natürlich das Wichtigste bei dieser Art von etwas modernerer Familienunterhaltung. Und muss sagen, das hat wirklich sehr, sehr gestimmt. BFG. Ja, dann kommen wir natürlich auch zu einem ganz besonderen Film, würde ich schon fast sagen.
Ja, und zwar Tim Burtons Version von X-Men, und zwar die Insel der besonderen Kinder, Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. Ein Film, wo ich echt froh bin, der kein offenes Ende hat, sondern eher geschlossen abgeht, sagen wir es mal so, denn dafür für weitere Teile war der Film einfach nicht erfolgreich genug. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, ist es halt schwer für so einen Regisseur wie Tim Burton, diesen Stil, diese Ästhetik, diese Handschrift selber, die seine früheren Werke ab Beetlejuice, sagen wir es mal so, dann bis hin zu Sleepy Hollow und danach, es war leider schon ziemlich der Lack ab gewesen, auch noch in die Neuzeit zu verpacken, und das gelingt bei diesem Film leider nur mäßig. Auf der anderen Seite muss ich sagen, stand ich diesem Film auch relativ skeptisch entgegen, vor allem auch da hier die Filmmusik erstmalig nicht von Danny Elfman ist. Das fand ich dann doch ein bisschen schade, denn das hätte noch ein bisschen mehr gepasst, noch ein bisschen mehr zur Atmosphäre. Ist es an sich ein wirklich gutes Fantasy-Abenteuer geworden, mit einem gut aufgelegten Cast, mit gut gemachten Effekten, mit der ein oder anderen Hommage an vergangene Zeiten, wenn es um eigene Regiearbeiten geht, quasi, wenn es um Stop-Motion-Animationen geht oder auch quasi um das, was einen selber so inspiriert hat, eventuell Regisseur zu werden. Ja, und zwar am Ende wird ein bisschen so quasi Jason und die Argonauten referenziert, wo ich wirklich sehr schmunzeln musste. Ava Green ist natürlich mal wieder ein Hingucker und macht das wirklich richtig gut. Und Samuel Jackson passt hier mit seinem Overacting auch sehr, sehr gut drüber. Auch die Holos, diese Monster quasi, die sich von Augenäpfeln ernähren, sehen auch wirklich typisch Tim Burton-mäßig aus. Relativ makaber, morbide das Ganze. Aber irgendwas hat dem Film gefehlt, sagen wir es mal so. Ja, um ihn eventuell, dass ich sagen könnte, okay, der Film kann irgendwo gleichziehen mit Sleepy Hollow, mit Beetlejuice, mit Edward Shannon. Das hat irgendwie ein bisschen gefehlt. Trotz, dass all diese Elemente irgendwo drin waren. Aber ansonsten muss ich sagen, wirklich anständiger Film, der dann auch im Nachhinein meine Skepsis komplett aufwischen konnte. Guter Film, aber sicherlich nicht einer dieser überragenden Tim Burton-Werke. Und in den letzten Jahren gab es eigentlich nichts, was wirklich in irgendeiner Art und Weise an die älteren Werke hätte herangehen können. Vor allem Alice im Wunderland, der sicherlich der kommerziell erfolgreichste Film von Burton überhaupt war, ist so ein Film, wenn ich ihn sehe, der mehr Schein als Sein ist. Er sieht schön aus, aber so nach dem zweiten, dritten Schauen hat der Film mir eigentlich nichts mehr gegeben. Und die Insel der besonderen Kinder taugt zumindest von den Charakteren ein bisschen mehr und fühlt sich auch ein bisschen anders an, sagen wir es mal so. Und ist irgendwo typisch Tim Burton. Ohne dass ich sagen würde, ist das halt eben dieser Style, dass der auch komplett in die Neuzeit gut hinübergerettet werden konnte. Aber ich muss sagen, ich hatte auf jeden Fall eine gute Zeit mit diesem Film. Und das ist natürlich das Wichtigste. Jetzt kommen wir zu einem Film, über den habe ich mich eigentlich schon bei meinem letzteren Livestream mit dem guten Tom ausgelassen gehabt. Bei unserem Jahresrückblick. Und ja, dieser Film ist auch zumindest gekauft worden und in die Sammlung gekommen. Und das ist ein Film, wo ich immer noch nicht weiß, was dieser Film eigentlich ist, was er von mir wollte oder was im Allgemeinen die Intention dahinter stand. Na gut, die Intention war, wir machen keine Trilogie aus King Arthur quasi, so die Idee von Guy Ritchie, nein, wir machen eine komplette Filmreihe daraus. Wir machen 5 bis 6 Filme, wir machen eine fortlaufende Reihe. Ihr hättet vielleicht eine Serie draus machen können, dann hätte ich vielleicht gesagt, okay, gut, dann schaue ich mir das Ganze an, dann hat es vielleicht diesen Style, aber ansonsten steht dieser Film für etwas, was ich eigentlich überhaupt gar nicht mag, für dieses moderne, hippe Hipster-Kino. Dieser Film ist hip, er trieft aus jeder Pore vor Coolness, hier ist alles cool, da können auch so viele Leute sterben, es ist cool, und vor allem, wenn man Fantasy-Elemente noch mit reinwirft, die einem irgendwann nur noch auf den Sack gehen. Also gigantische Elefanten, größer als die Olifanten, die Ottofanten sieht man hier in diesem Film. Ein Zauberer, am Anfang diese große Battle und es fliegen Feuerblitze. Und ich muss sagen, ich fand damals schon die Trailer, als die ersten Trailer rauskamen, ich fand die eigentlich mehr oder weniger sehr unanschaubar. Ich fand, was ist das? Was soll das sein? Vor allem die Hauptfigur, die eigentlich nur ein und dieselbe Mimik hat, und von Charlie Hunnam ist man eigentlich mehr gewohnt. Also man hätte auch Steven Seagal für diesen Film quasi als Arthur verpflichten können. Der hätte es genauso reißen können. Der hätte vielleicht David Beckham noch die andere Gesichtshälfte ramponiert, der einen relativ ramponierten Gastauftritt in diesem Film hat, während Arthur quasi das Schwert
aus dem Rücken seines Vaters rauszieht. Und das war dann noch eine relativ creepige Auflösung. Das war relativ cool, muss ich sagen. Das war cool, genauso wie mehr oder weniger der Mittelteil, wenn man versucht, so den vermeintlich bösen Onkel umzubringen, aber die ganze Chose nach hinten losgeht, weil der ist ja nicht doof. Und der steht ja auch in Verbindung mit einem sehr, sehr mächtigen Zauberer, den sie scheinbar vom Look her oder allgemein von Mortal Kombat entliehen haben. Und das Finale selber, was mit so grauenhaft, muss ich sagen, durchchoreografierten CGI-Ingame-Kampfszenen daherkommt, oh meine Fresse, und so Sequenzen wie in den Darklands quasi, wo er sich bewähren muss, und wenn er das erste Mal erfährt, dass er in Wirklichkeit von, ja, königlichem Blut ist, quasi, boah, ja, ich bin cool, war auf jeder Seite, in jedem Text, in jeder einzelnen Zeile steht, cool, äußerst cool, deswegen darf er auch keine Miene verziehen, oh meine Fresse. Naja, sagen wir es mal so, der gute Richie ist ja auch schon mit seiner holden Gattin Madonna, als er quasi einen überlangen Werbefilm für sie machen musste, wo sie irgendwo strandet, schon ziemlich auf die Fresse geflogen. Hier ist er nicht so doll auf die Fresse geflogen, aber dieser Film ist, weiß ich nicht, ein Derivat aus Szenen, aus Momenten, aus Empfindungen, die alle in die Richtung cool gehen, und natürlich einem Cast, der grandios ist, vor allem Jude Law, der hier großer Fanboy von Sauron ist. Deswegen finde ich diese Tagline hier: rasantes, episches Spektakel. Snatch trifft Herr der Ringe. Wisst ihr auch warum? Weil Vortigern ein gigantischer Fan von Sauron ist und deswegen seinen riesigen fucking Monsterturm baut, der eventuell eine Besonderheit in Teil 2 gehabt hätte. Denn ich frage mich die ganze Zeit, was ist eigentlich die Motivation von diesen Typen? Na gut, er ist ultra böse, er hat sein böses Königreich und so weiter, aber boah, also wenn man über diesen Film länger nachdenkt, kriegt man sehr, sehr starke Kopfschmerzen, vor allem der ganze Cast. Hier sind natürlich ein paar Leute aus Game of Thrones dabei, Roose Bolton, Peter Baelish ist mit am Start hier, aber man sieht irgendetwas, dann kommt der Abspann und danach fragt man sich erst recht, was habe ich hier eigentlich gesehen? Der Film ist so an sich, wenn man ihn jetzt wirklich nur als Film bewerten möchte, einfach eine Vollkatastrophe. Aber er hat dann doch so gewisserweise dann relativ interessante Elemente drin, gewisserweise Stilbrüche, die nach Coolness stinken. Und wenn er dieses Gesicht sieht, ja, dann wisst ihr eigentlich, wie es gelaufen ist. Charlie Hunnam hat sofort kapiert, okay, in diesem Film geht es nur um Coolness, deswegen werde ich einen Gesichtsausdruck aller Steven Seagal auflegen. Und ich habe früher mal gesagt, Kirsten Stewart ist eigentlich Steven Seagals uneheliche Tochter, weil sie nie wirklich die Miene verzogen hat. Aber Charlie Hunnam definitiv hat mit einem Film bewiesen, dass er das wesentlich besser drauf hat als die gute Kirsten. King Arthur, Legend of the Sword. Ja, mehr brauche ich eigentlich nicht dazu sagen. Und jetzt kommen wir natürlich zu freudigeren Sachen. Zu Frisuren, zu Abenteuern und quasi zu einer kultigen Filmschmiede. Ganz klar, Canon. Canon ist so eine Schmiede, da muss so langsam mal so der eine oder andere Film dann nach und nach in die Sammlung wandern. Also einige habe ich zumindest. Die Quartermain-Filme standen ewig auf der Kaufliste und ich muss sagen, die beiden Blu-rays kriegt man mittlerweile hinterhergeworfen. Also der erste Teil ist noch ein bisschen teurer, der zweite Teil, den habe ich schon des Öfteren für 5 Euro gesehen und da habe ich einfach gesagt, komm, hol ich sie mir, weil ich kenne auch diese Filme nur wirklich geschnitten. Weil früher im Fernsehen, das ist mir nie aufgefallen, da habe ich mich nicht näher damit beschäftigt, da liefen diese Filme immer leicht geschnitten. Und es sind schon wirklich, muss ich sagen, kuriose Filme. Ja, also der erste Teil ist wirklich ein sehr, sehr schöner Abenteuerfilm, ja. Wir haben wirklich gut aufgelegten Cast. Der Film ist gut 100 Jahre nach dem, glaube ich, ersten Roman entstanden, wo Quatermain quasi rausgekommen ist, in Buchform halt, von seinem Schaffer H.R. Haggards quasi. Und Quatermain selber ist ja so ein Charakter, der eigentlich immer mal wieder für Filme aufgegriffen worden ist. Ja, Patrick Swayze hat ihn dann auch nochmal verkörpert. Sean Connery hat Alan Quatermain zum Besten gegeben in die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Und Richard Chamberlains Performance ist natürlich denkwürdig gewesen. Das habe ich irgendwie nie vergessen, sagen wir es mal so, dieser spaßige, auch diese geile deutsche Synchro und dass der Film sich zu großen Teilen eigentlich nicht wirklich ernst nimmt und dann auch obendrauf Herbert Lohm und John Rhys-Davies, die wirklich spaßig durch die Kulissen kalauern, die sich nichts schenken, sagen wir es mal so, das ist wirklich ein richtig schöner Spaßfilm
Und ich muss auch sagen, die Qualität der Blu-ray ist wirklich sehr, sehr ordentlich. Also da kann man definitiv nichts dagegen sagen. Man kann natürlich irgendwo sagen, okay, Quartermain ist der schlechtere, hässlichere Bruder von Indiana Jones, aber der, muss ich sagen, der trieft genauso vor Selbstsicherheit und Coolness, genauso wie mehr oder weniger der große Bruder Indiana Jones. Und das macht wirklich Spaß, muss ich sagen. Also ich habe wirklich viel gelacht, war gut umgesetzt, die Action ist cool, natürlich einige Effekte sind relativ schlecht gealtert, das sieht man halt mehr oder weniger auch auf der Blu-ray, aber andere Szenen sahen wirklich knackig frisch aus und das Ding macht einfach Spaß, muss ich sagen. Und jetzt kommen wir natürlich mehr oder weniger zum zweiten Teil und der zweite Teil hat natürlich schon mit einigen Abnutzungserscheinungen zu kämpfen gehabt, sagen wir es mal so. Die Story ist ranziger, stinkender, pomadiger Käse, würde ich schon fast sagen. Der Film braucht Ewigkeiten, um in die Gänge zu kommen. Der Film ist überhäuft mit Comic-Relief-Charakteren, dass es nur so kracht. Aber dafür haben wir mit Henry Silver einen der wohl prägnantesten und coolsten Darsteller von Filmbösewichten, Schorken, die es jemals gab. Hier als Argon, der ja Leute in Gold tunkt und sie irgendwo hinstellt als seine private Sammlung und total durchgeknallt ist als Priester. Allein das schon reicht schon aus, um sich diesen Film anzuschauen, muss ich einfach mal sagen. Ja, der Cast ist sonst souverän, Chamberlain wippt das Ding hier einfach, aber so viele Charaktere, es gibt auch quasi neben unserer Originalstimme von Darth Vader und Tulsa Doom, James Earl Jones, gibt es natürlich auch so einen selbsternannten Mystiker quasi, auch so ein absoluter Vogel, der hier sich hier Sachen leistet, wo ich mir denke, wow, der kommt damit durch, der macht, mal entscheidet er sich für die gute Seite, mal geht er wieder zu dem Bösen über und dann wieder zurück und hin und her, das muss man einfach gesehen haben. Dieser Film ist genau das Gegenteil vom ersten Teil. Der Film ist von Anfang bis Ende eigentlich nur cheesy, ja, nur cheesy. Macht aber viel Spaß, muss ich sagen. Und hat allein dieses Element mit diesem verrückten Priester, der Leute in Gold tunkt, das muss man einfach mal gesehen haben, ja. Und das ist schon ordentlich ausgefallen. Und ja, das ist natürlich eine absolute Kuriosität, aber vor allem dadurch diese unfreiwillige Komik ist dieser Film erst recht so ein großer, großer Garant für sehr, sehr viel Spaß. Und Henry Silvers Wallemähne des Schreckens ist wirklich denkwürdig. Das muss ich einfach mal sagen. Quartermain 2. Gut, dann kommen wir zu einem weiteren Klassiker, den ich wirklich auch nur geschnitten kannte. Aber dank Nameless wurde ja dann auch erstmalig in wirklich anständiger Qualität die komplett ungeschnittene Fassung veröffentlicht. Natürlich auch auf DVD und zwar Fortress, die Festung. Und diese normale, schlichtere Case VÖ ist sogar noch vor den Mediabooks rausgekommen, vor allem vor dem Mediabook, was dieses schöne gezeichnete Enzo Sciotti-Motiv hat, wo dieses Motiv ja zigtausendmal im Mediabook verwendet worden ist, da musste ich wirklich lachen, als ich ein Video sah, wo wirklich das gezählt wurde, wie oft dieses Motiv eigentlich oder ausschnittsweise halt im Mediabook verwendet worden ist. Und es ist eine wirklich ordentliche VÖ, es ist halt ein Film, der schon ein bisschen Zeit braucht, um in die Gänge zu kommen, vor allem von der Action her, aber ich muss sagen, neben Reanimator, From Beyond, Dagon, es ist natürlich mitunter einer meiner liebsten Filme von Stuart Gordon, muss ich sagen. Das ist wirklich gute B-Sci-Fi-Action-Ware mit einer eigentlich an sich interessanten Story, mit dieser Ein-Eltern-Thematik quasi, wo dieses Ehepaar quasi im Knast landet und der Direktor selber, der hier von Kurtwood Smith, den ja auch als richtig geilen Schurken aus Robocop kennen, hier natürlich auch so über das Ganze herrschen und auch seine eigenen, mehr oder weniger quasi so seine eigenen Fäden zieht, schon recht interessant, vor allem auch finde ich sehr recht interessant, dass hier Clifton Collins Jr. Jahre zuvor, als er dann 187 quasi den Gegenspieler von Samuel Jackson gespielt hat, hier quasi auf Vernon Wells trifft, der in seiner Stirn eine 187 eingeritzt hat. Ich glaube, eingeritzt war es gewesen, habe ich mir gesagt, so, wow, das ist so schon richtiges vorausschauendes Denken quasi, dass der gute Clifton irgendwann in einem Film namens 187 mitspielt, ja. Und ansonsten muss ich sagen, hat der Film schon ein paar richtig saftige Splatter-Effekte zu bieten. Dann natürlich obendrauf haben wir dann hier noch die Genre-Nasen Tom Towles und den guten Jeffrey Coombs noch mit an Bord. Das ist ein echt guter Film. Und was mich ja damals immer gewundert hatte, dass das Ende so abrupt ist quasi. Sie sind aus dem Knast raus, sie kriegt ihr Kind und dann ist der Film Ende. Aber hier ist das Ende wesentlich länger. Hier gibt es noch eine Konfrontation quasi, was ja damals rausgeschnitten worden ist. Aus welchen Gründen auch immer, um den Film eventuell ein bisschen kürzer halt rausbringen zu können. Und deswegen finde ich es schön, dass der Film hier auch erstmalig in seiner kompletten Schnittfassung
vorliegt. Und das natürlich mit diesem wirklich wahnsinnig geil gezeichneten Covermotiv. Ja, Fortress, auf jeden Fall auch eine absolut geile, muss ich sagen, B-Action-Angelegenheit im Sci-Fi-Setting. Ja, dann kommen wir natürlich zu einem Film, mit dem ich schon als Kind viel Spaß hatte. Und zwar Schlappe Bullen beißen nicht oder Dragnet mit Dan Aykroyd und Tom Hanks quasi in Bestform, würde ich schon fast sagen. Also es ist, der Film ist schon ein absoluter 80er-Jahre-Comedy-Klassiker. Allein wie dieses Buddy-Cop-Thema an sich hier auf die Spitze getrieben wird und was wir hier als Antagonisten haben, unter anderem Christopher Plummer, der so einen Priester spielt und lauter andere richtig abgedrehte Charaktere. Das macht einfach nur Spaß und deswegen ist es auch ein bisschen komisch, dass Universal selber nicht auf die Idee kam, diesen Katalogtitel auf Blu-ray rauszubringen, sondern das Ganze mehr oder weniger jetzt von Pandastorm rausgebracht worden ist, die noch so ein paar andere Filme diesen Kalibers aus den 90ern, 80ern quasi jetzt auch im Programm haben. Ist, muss ich sagen, eine relativ günstige Blu-ray für unter 10 Euro, die allerdings, muss ich sagen, von der Bildqualität doch zu gefallen weiß. Hier haben wir natürlich noch einen Auszug von weiteren Filmen, die mittlerweile schon teilweise auch alle schon draußen sind. Die kleinen Superstreutsche, muss ich sagen, ist auch so ein Film, wo ich echt überlegen bin, den mir zu holen, weil der hat mir auch sehr gut gefallen. Das Wunder der siebten Straße, achten Straße allerdings, wäre so ein Titel gewesen, den hätte man sicherlich noch eine weitaus bessere VÖ schenken können. Aber ich muss sagen, dafür ist es mehr als ordentlich, was die Bildqualität angeht, muss man sagen, hat mich der wirklich Gutes geliefert und ist auf jeden Fall ein wirklich solider Release. Und der Film selber, der macht einfach, muss ich sagen, der macht sau viel Spaß. Also da hat man wirklich eine Menge zu lachen, wie absurd dieses Thema an sich da dargestellt wird, ja. Und was immer mehr, Dan Aykroyd und Tom Hanks wirklich in Bestform. Gut, dann kommen wir jetzt zu deutscher Kost. Und zwar mit dem Film Chick von Fatih Akin, der jetzt vor kurzem ja den Golden Globe für sein NSU-Filmchen aus dem Nichts gewonnen hat. Ich hätte ehrlich gesagt vor ein paar Jahren, komm, Chick wäre auch eigentlich so ein Kandidat, weil, okay, Betroffenheitsfilme oder Filme, die ernste Themen haben, die natürlich in der heutigen Zeit in Vogue sind, natürlich sind mehr so Filme, die halt für Preise nominiert werden und eventuell Preise gewinnen, aber wenn es um so ein richtig gutes Feel-Good-Movie geht, was auch zum bestimmten Grad Road-Movie ist hier, nach diesem Roman von Wolfgang Herrndorf, der auch schon vor einer Weile schon verstorben ist, da gab es auch so einige tragische Hintergründe, sagen wir es mal so, was seine Person angeht, ist Chick ein Film, der deutlich heraussticht und der, wo ich auch sagen muss, ist auch ein wirklich guter deutscher Film ist, den ich definitiv nicht bereut habe zu kaufen und zu schauen, der auch des Öfteren im Player landet, weil ich muss sagen, die beiden Kids hier, der gute Mike, aber auch der Andrei Tschitschatschow, der einfach nur Chick genannt wird, sind wirklich zwei absolut herzige Charaktere, die eine tolle Chemie haben, die dieses schöne kleine Abenteuer erleben, diesen Roadtrip. Eigentlich will ja der gute Chick mit dem geklauten Lader in seine Heimat fahren, mehr oder weniger ins tiefste Russland hinein quasi, am besten gleich durch bis nach Kirgisistan oder wohin auch immer. Und sie kommen allerdings nicht weit und landen in der ländlichen Gegend und treffen dort aller möglich komische Charaktere, sagen wir es mal so, Dorfjugend und so. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Also ich muss sagen, der Film ist, der macht einfach nur Spaß. Das ist ein richtiges Feel-Good-Movie. Natürlich am Ende mit so einem ganz, ganz kleinen, bittersüßen Beigeschmack, sagen wir es mal so. Vor allem, wenn man sich überlegt, werden sich diese Charaktere jemals mehr oder weniger wieder nochmal treffen quasi. Das wäre natürlich interessant, so vielleicht 30 Jahre später dreht nochmal Fatih Akin ein vermeintliches Sequel, wo die beiden dann schon als Mit-40er dann nochmal aufeinandertreffen oder somit Mitte 30 würde auch schon reichen, das wäre natürlich ganz cool, aber ich muss sagen, der Film hat mich wirklich sehr, sehr überrascht, also der ist wirklich sehr schön umgesetzt. Chick von Fatih Akin. Gut, dann kommen wir jetzt zu dem Thema, wenn man Papa wird, und zwar wenn man plötzlich Papa wird und eigentlich gar nicht weiß, ob das Kind wirklich von einem ist. Ein Film, den ich auch schon lange, lange, lange im Blick hatte, der natürlich mit Omar Sy natürlich ganz klar hier auf jeden Fall einen wirklich guten Darsteller an Bord hat, der auch als Charakterdarsteller auf jeden Fall einiges taugt. Dann haben wir noch eine gute Clemens Poesie, die man vor allem aus einigen Harry Potter Filmen kennt, die auch eine gute Rolle verkörpert als die Mutter mehr oder weniger von der kleinen Gloria, die ihre Tochter quasi dann halt bei diesem, sagen wir es mal so, coolen Typen Samuel dann mehr oder weniger lässt, der eigentlich so ein absoluter Schwerenöter ist, beziehungsweise sein Single-Leben in vollen Zügen genießt und dann mehr oder weniger dieses Kind an der Backe hat und dann
Quasi sehen wir, was 8 Jahre später ist. Er lebt mittlerweile in London, weil er dort auch unfreiwilligerweise gelandet ist oder gestrandet ist, weil er halt die Mutter mehr oder weniger dort auffinden wollte, aber sie auch nicht mehr gefunden hat und hat dort mehr oder weniger ein neues Leben angefangen als Stuntman und verdient sich dort natürlich ganz klar und genießt ein durch und durch schönes Leben mit seiner Tochter, was vielleicht eventuell an einigen Stellen relativ kitschig ausgefallen ist. Aber ansonsten muss ich sagen, ist der Film doch recht schön, hat auch einen interessanten Twist und eigentlich auch eher so ein Unhappy End, was allerdings auch einem dann noch eher so ganz locker, leicht präsentiert wird, muss ich sagen. Es ist ein sehr, sehr schöner Film, der sehr viel Spaß gemacht hat. Sicherlich jetzt nicht zu vergleichen mit dem Film Ziemlich Beste Freunde, wo ja auch ganz oben ganz groß mitgeworben wird. Aber doch insgesamt ein sehr guter Film. Also muss ich sagen, damit kann man auch sehr viel Spaß haben. Ich muss sagen, Omar Sy, der leider so, wenn es um Hollywood-Rollen dann auch relativ, muss ich sagen, klischeehafte Figuren teilweise reduziert wird, macht das hier wirklich richtig gut, wenn es einem fetten, breiten Grinsen um die Ecke kommt und so. Und man nimmt diese Vater-Tochter-Nummer, das nimmt man dem Film einfach ab, weil die Chemie einfach zwischen den beiden einfach mehr oder weniger sehr stimmig inszeniert ist und das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und der tragische Einschlag selber, der passt auch recht gut und deswegen muss ich sagen, ist plötzlich Papa ein wirklich sehr, sehr guter französischer oder etwas neuerer französischer Film, so aus dieser Comedy-Drama-Ecke quasi, man sich gut anschauen kann. Gut, dann haben wir natürlich einen Film, der ist mehr oder weniger eines der Weihnachtsgeschenke gewesen. Ein Film, ja, wo ich mir denke, okay, gut, das dürfte jetzt auch nicht jedermanns da sein, aber Madame Mallory und der Duft von Curry quasi, der auch auf einem Buch basiert, was allerdings ein bisschen anders heißt, hier mit Helen Mirren quasi als Madame Mallory, die sich hier als Restaurantbesitzerin quasi ein sehr gehobenes Restaurant hat, quasi, was auch Michelin-Stern hat, sich dann konfrontiert sieht mit einer indischen Familie, die einen sehr langen Weg hinter sich hatte, um irgendwo Fuß zu fassen und dann irgendwo in der französischen Provinz landet und quasi direkt gegenüber halt ihr typisch indisches Restaurant aufmachen. Ich muss sagen, das ist natürlich so ein Film, der wie so ein Culture Clash anfängt und dann ganz andere Bahnen nimmt, da vor allem der Sohn oder einer der älteren Söhne halt dieser Familie quasi dann doch ein relativ großes Talent hat zum Kochen. Und zwar der gute Hassan selber und der natürlich auch die Chance bekommt, vielleicht ein bisschen mehr aus seinem Leben zu machen. Das ist so an sich das Thema, aber auch so das Thema an sich, seine Wurzeln nicht zu vergessen. Und ich muss sagen, das ist ein sehr gut umgesetzter Film, der mit einem gewissen pointierenden Humor daherkommt. Ansonsten auch dann doch auch sich über weite Strecken eher wie ein Drama anfühlt, aber jetzt nicht so schwer ist oder so. Das ist auf jeden Fall, muss ich sagen, ein wirklich guter Unterhaltungsfilm, der wirklich viel Spaß macht, auch von den Figuren her, muss ich sagen. Und Helen Mirren selber macht das auch richtig gut und ja, muss ich sagen, der hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch hier mit dem guten Om Puri, der leider dann auch Anfang letzten Jahres verstorben ist, der ja auch eine sehr schöne Performance abgibt. Also die Charaktere selber sind sehr, sehr herzlich ausgefallen. Es gibt ja natürlich auch noch eine kleine Liebesgeschichte quasi, also der Film deckt eigentlich mehr oder weniger alles ab, was so ein Film braucht und das macht er wirklich, muss ich sagen, richtig gut. Auch wenn er eventuell vielleicht ein bisschen zu lang geraten ist, muss ich sagen, habe ich doch sehr viel Spaß gehabt mit diesem Film. Madame Mallory und der Duft von Curry. Gut, jetzt wird es dann doch ein bisschen schwerer mit einem Film, der, ja, aufgrund seiner Thematik sicherlich dann doch schon ein relativ schweres Kaliber ist, und zwar Monster Calls, 7 Minuten nach Mitternacht. Ein Film, wo ich sagen muss, okay, an den ich sehr hohe Erwartungen hatte, aber der die nicht ganz erfüllen konnte. Vor allem, wenn ich bedenke, was J.R. Bayona zuvor mit The Impossible und Das Waisenhaus so an Filmen rausgehauen hat, die mir wesentlich schmerzhafter, also mir in Erinnerung sind, vor allem was Gefühlsausbrüche und so angeht, die mich dann doch echt teilweise erschlagen und bereut haben. Vor allem bei The Impossible hat die erste Filmhälfte schon von komplett ausgereicht, dass ich irgendwo dachte, oh, das ist schon relativ hart mit anzusehen, was da mehr oder weniger passiert. Und ja, 7 Minuten nach Mitternacht oder Monster Calls war sicherlich das Ding, weswegen auch die Produzenten von Jurassic World auf ihn aufmerksam waren und dann gesagt haben, hier hast du nicht Bock, Fallen Kingdom zu inszenieren, der dann auch ein paar Monaten dann rauskommt, wo ich mir denke, so nachdem ich den Trailer gesehen habe, okay, gut, das ist jetzt sicherlich genau das Gegenteil von dem, was Bayona bisher als Regisseur so gestemmt hat, aber
Ich traue ihm dennoch zu, dass er eventuell diesen Jurassic World Film nicht so flach ausfallen lässt, wie eventuell der gute Colin Trevorrow. Aber 7 Minuten nach Mitternacht ist auch schon so ein Film, ja, wo man sich darauf einstellen muss, dass dieser Film dann schon keine einfachen Wege geht, vor allem was die Handlung angeht. Es geht ja um den guten Connor, der sich langsam damit abfinden muss, dass halt seine Mutter den Kampf gegen den Krebs verlieren wird und dass sie halt dann auch irgendwann sterben wird. Und hatte noch seine Großmutter, mit der er auch so einige Differenzen hat. Sein Vater selber hat ja ein neues Leben in den USA begonnen, hat eine neue Familie und das sind immer so Themen, die mitschwingen. Was ja interessant ist, dass Lewis McDougall, der hier Connor spielt, auch im realen Leben seine Mutter an den Krebs verloren hat. Das wussten viele natürlich nicht. Das kam auch erst relativ spät heraus, nachdem der Film dann quasi auch schon allmählich so in einigen Filmmärkten veröffentlicht worden ist. Aber ich muss sagen, es ist jetzt nicht so, dass der Film mich am Ende aufgrund des Themas komplett niedergeschlagen hat, wie es zum Beispiel das Waisenhaus oder halt auch so Impossible gemacht haben. Der Film hatte noch ein relativ wohlwollendes, friedliches Ende selber, schließt gut damit ab das ist natürlich das Wichtigste, halt die Bewältigung selber, wie Connor da mit seinem Frust umgeht, quasi mit diesem Verlust, der ansteht, und wenn es halt so ist, und sich den nicht komplett in irgendeinem Loch verliert quasi, und mehr oder weniger darum geht es halt. Und es geht natürlich auch mit diesen fantastischen Elementen ganz klar darum, quasi das zu bewältigen, was da ansteht und auch mehr oder weniger, was danach noch mehr oder weniger in ihm so rumgeistert. Und ich muss sagen, das ist gut umgesetzt. Vom Cast selber kann man definitiv nicht meckern. Das ist sehr schön. Die visuellen Effekte und das Ganze, das ist wirklich sehr, sehr ordentlich. Sigourney Weaver hat mir auch gut gefallen. Also ich finde es schön, wie der Film letzten Endes ist. Aber ich muss sagen, das ist jetzt nicht so der Tränenzieher, der ultimative Tränenzieher. Da gab es definitiv andere Filme im letzten Jahr, die mich dann doch ein bisschen mehr geflasht haben, in der Hinsicht, was Emotionen angeht. Aber ich muss sagen, 7 Minuten am Mitternacht, das sind wirklich sehr, sehr gut gemachtes Fantasy-Drama, mit dem Bayona eigentlich an sich so seinem Stil ganz klar treu bleibt. Und deswegen darf man auch eventuell bei dem neuesten Jurassic World Film, den er gedreht hat, ganz klar, vielleicht eventuell doch einen deutlichen Stilbruch, ganz klar schon entgegensehen, da das hier halt andere Filmemache ist, als wenn man halt so einen großen Blockbuster dreht, muss man einfach mal so sagen. Gut, dann kommen wir natürlich jetzt zu einem Film, der meine persönliche Nummer 1, mein absoluter Favorit des letzten Jahres war. Und natürlich das Thema selber haben auch andere Filme angestoßen, wenn es um Rassismus geht. Aber Loving selber ist so ein Film, natürlich der ist mehr oder weniger zur Oscar-Zeit rausgekommen. Sollte hier eigentlich zumindest zur Oscar-Zeit oder davor eigentlich im Kino laufen. Aber Universal selber hat den Kinostart ja dann gecancelt. Und der Film ist dann im Spätsommer gelaufen. Ich habe zumindest mitbekommen, dass er hier eine Woche bei uns in der Gegend in Freiburg in einem Kino lief. Danach ist er wieder daraus verschwunden. Und dann, mehr oder weniger, wurde dann ganz klar so Ende Oktober dann Anfang November war es gewesen. Dann natürlich, das ist mir jetzt komplett entfallen, auf DVD und Blu-ray veröffentlicht, Loving. Der neueste Film von Jeff Nichols, auf dessen Konto auch Take Shelter, Mud, aber auch Midnight Special gehen. Also ein Regisseur, der sich bisher vielen Genres mehr oder weniger ausgelebt hat und eine ganze Menge interessanter Charaktere quasi in diesen Settings quasi zum Leben erweckt hat. Und Loving selber natürlich ist mehr oder weniger ein Film, der auf wahren Ereignissen basiert quasi. Richard und Mildred Loving hat es gegeben. Es ist ein Film, der am Ende natürlich auch so einen leichten, tragisch, bitteren Beigeschmack hat quasi, was danach passiert ist, nach dieser Zeit, was der Film mehr oder weniger abhandelt. Aber es geht mehr oder weniger auch um dieses Thema von wegen gemischtrassige Ehen, dass sie in einigen US-Bundesstaaten zur damaligen Zeit verboten waren. Und der Film zieht so seine Spanne von 1958 quasi, als mehr oder weniger die beiden auf die Idee kommen zu heiraten, bis in die 60er hinein. Und eigentlich dieser Gerichtsprozess oder das, was dann stattfindet, das ist eigentlich komplett nebensächlich in diesem Film. Und das fand ich doch sehr interessant für die Thematik, die der Film eigentlich so auch ein bisschen anstößt, dass er sich halt mehr um seine Figuren bemüht und das, was daneben bei, also was eigentlich so noch der wichtige Tenor ist, der in diesem Film mitschwingt, eigentlich so keine wirklich große Rolle spielt. Also dass man das nicht wirklich groß bildlich zeigt,
okay, es gibt diese ganzen Szenen mit den Anwälten und so, wenn sie sich da hinhocken und sie ganz klar sagt, sie findet es nicht gut, sie möchte mit ihrem Mann zusammenleben, mit ihrer ganzen Familie und nicht die nächsten 25 Jahre, sagen wir es mal so, wie angedroht, halt quasi in einem anderen Bundesstaat verweilen, bis sie ihren Mann dann eventuell mal wiedersehen darf, sagen wir es mal so. Und das finde ich sehr interessant. Also dieses Thema ist immer noch mit drin, aber es wird in sehr wenigen Szenen abgehandelt. Und Ruth Negga und hier Joel Edgerton, der so richtig grumpy als Richard spielt, sind wirklich sehr herzlich. Sie haben eine schöne Chemie. Es ist ein wirklich absolut unkitschiger Film, muss ich sagen. Er ist zwar romantisch, man merkt, man nimmt den beiden auch die Liebe selber ab quasi. Das spielen die beiden richtig gut, aber es ist ein Film, der ohne jeglichen Zuckerguss auskommt. Und das hat mir wirklich sehr, sehr gut an Loving gefallen. Der Film hat mich sofort in den Bann gezogen. Trotz des Themas und so, muss ich sagen, ein sehr, sehr schöner Film. Und deswegen für mich ganz klar die Nummer 1 im letzten Jahr. Ohne hier quasi dieses Thema, den Stempel aufzudrücken, was es eigentlich geht, quasi der Political Correctness wegen, nein, sondern wegen des Themas. Und da der Film wirklich sehr, sehr ehrlich und klar auch dieses Thema Beziehung und auch Liebe behandelt und das muss ich sagen, hat sehr, sehr gut gepasst. Wunderschöner Film, Loving. Gut, dann kommen wir natürlich jetzt quasi zum Gegenstück, wenn es um das Thema Rassismus geht. Und zwar mit einem Film, wo viele ja schon geschrieben haben, Get Out, My Sammlung oder so, Get Out. Eine der neueren Jason Blumhouse-Produktionen, sicherlich eine der Produktionen des letzten Jahres, die deutlich aus dem rausgefallen sind, was Blumhouse normalerweise einem vorsetzt an Genre kostet, weil eine Horrorsatire ist es nicht wirklich, es ist eher, würde ich schon fast sagen, es ist fast schon eine Gesellschaftssatire. Natürlich, das Ende hat den meisten nicht gefallen. Ich muss sagen, ich fand es relativ interessant, diesen Weg, den der Film gegangen ist, obwohl er schon von Anfang an eine wirklich sehr bedrückende, dichte Atmosphäre aufgebaut hat. Diese Bedrohung sich immer und immer mehr aufgebaut hat. Vor allem, wenn es hier um die Hauptfigur geht, den guten Chris, der ja so zum ersten Mal seine vermeintlichen Schwiegereltern in Spee kennenlernen soll von seiner Freundin Rose. Und man als Zuschauer selber schon merkt, dort stimmt irgendwas nicht. Es sind ja einige Afroamerikaner halt aus der Gegend, aus seiner Nachbarschaft sogar verschwunden. Und dann sieht er mehr oder weniger einige von denen dort, die sich sehr eigenartig verhalten. Und ja, Get Out ist so ein Film, den kann man entweder mögen oder nicht. Dazwischen gibt es eigentlich nichts. Und man kann natürlich ganz klar sagen, dass der Film auch zu einem bestimmten Grad komplett überhyped ist. Aber ich muss sagen, das, was er sein will, und zwar eine rabenschwarze Rassismus-Satire, das kriegt der Film richtig, richtig gut rüber. Und das liegt vor allem auch im Cast. Daniel Kaluuya, der jetzt auch im kommenden Black Panther-Film eine Nebenrolle innehat, macht das wirklich richtig, richtig gut, muss ich sagen. Ich traue dem Typen noch weitaus mehr zu und Sicario hat er mir schon richtig gut gefallen gehabt, obwohl es auch nur eine Nebenrolle war, die er hatte, aber dennoch auch dort genug Raum gehabt, um diese Figur sehr viel Leben einzuhauchen. Mehr oder weniger, dann haben wir natürlich ganz klar Bradley Whitford und Catherine Keener, die seine vermeintlichen fast schon Schwiegereltern verkörpern. Die beiden machen das auch richtig, richtig gut und das gilt auch für den restlichen Cast. Und ja, Jordan Peele selber hat ihn dann natürlich ganz klar so fast den vermeintlichen Award von vielen Seiten bekommen. Ja, der erste afroamerikanische Regisseur, dessen Film so und so viel am Box Office eingespielt hat und so weiter und so fort. Das lassen wir mal außen vor, die Zahlen. In den USA lief der Film richtig, richtig gut, im Rest der Welt okay, wurde wahrgenommen. Er war hier in Deutschland ein Achtungserfolg, mehr allerdings auch nicht, weil dann die Thematik jedoch nicht so stark zieht, dass man sagt, okay, wir müssen unbedingt alle in Get Out reinrennen. Aber ist auf jeden Fall ein Film, der ein bisschen mehr Mut beweist, halt mehr zu sein, aber es ist halt auch kein richtiger Horrorfilm, sagen wir es mal so. Er hat am Ende so in den letzten 10 Minuten diesen klassischen Terror-Appeal, wird dann doch etwas blutig, muss ich sagen, aber ich habe nie gedacht, dass es so ein Horrorfilm ist. Er hat so eine, es ist halt so eine unterschwellige Bedrohung da, so was Eigenartiges, was Mysteriöses, aber ich hatte nie das Gefühl, hier einen Horrorfilm zu sehen und deswegen muss man heutzutage bei sehr, sehr vielen Filmen differenzieren. Auch muss ich sagen, finde ich das Ende, was der Film hier letztens hat, natürlich wesentlich besser als das alternative Ende, was hier noch in den Extras drin ist. Das war eher so ein Ende, ja okay, das ist so dieses klassisch typische, gemeine Ende, sagen wir es mal so. Hier löst man das Ganze dann doch etwas wohlwollender auf. Aber ich muss sagen, Get Out insgesamt ist ein wirklich guter Film.
wo ich dann doch für mich so ganz, ganz weites Stück halt diesen Hype ausgeblendet habe. Weil meistens ist es so, wenn ein Film so überhyped ist, dann kann es sein, dass einem der Film gar nicht gefällt und man sich die ganze Zeit denkt, was ist so an diesem Film so besonders, dass alles so komplett durchdrehen, ja? Und dann kann es sein, dass wirklich Get Out, Get Off My Sammlung geht. Gut, dann kommen wir zu einem Film, der auch, ja, relativ, muss ich sagen, kurios ist. Ja, eine brachiale Blutorgie, das Belko-Experiment Battle Royale trifft auf Stromberg oder die amerikanische Vorlage von Stromberg, The Office. Es geht hier um Amerikaner, die in Südamerika arbeiten, halt für den Belko-Konzern, und eines Tages gehen mehr oder weniger dort alle Schotten zu, die Fenster werden verriegelt und dann spricht eine Stimme, ihr müsst euch alle gegenseitig umbringen. Und diese Idee selber für diesen Film hat James Gunn, der das Drehbuch geschrieben hat, sicherlich Anfang der 2000er schon gehabt, als er das erste Mal Battle Royale gesehen hat. Mehr ist es nämlich nicht, sagen wir es mal so. Und das ist ein Film, den ich auch relativ schnell leider, auch nach dem Schauen, wieder zu großen Teilen vergessen habe. Vor allem, was die Auflösung angeht. Ich bin ehrlich, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was eigentlich derjenige, der das Ganze ausgelöst hat, was eigentlich seine Motivation war, diese ganze Show das zu veranstalten, dass sich alle gegenseitig abmetzeln. Ich weiß einfach nicht mehr, was der gute Greg Henry, der auch mehr oder weniger so ein, ja, auch so zum James Gunn-Inventar gehört, bei vielen seiner Filme eigentlich so mehr oder weniger angetrieben hat, das Ganze zu veranstalten, ja. Und so ist es halt mit den Charakteren. Man sieht irgendwelche Charaktere, die von bekannten Schauspielern verkörpert werden, ob es jetzt John C. McGinley ist, ob es jetzt John Gallagher Jr. aus 10 Cloverfield Lane ist, Tony Goldwyn, den man aus dem Last House on the Left Remake kennt, Last Samurai, Ghost Nachricht von Sam und zig diversen anderen Filmen, der sogar auch einen kleinen Auftritt im Freitag der 13. Teil 6 hatte. Man fragt sich die ganze Zeit, was man da eigentlich sieht. Und als der Film damals produziert wurde, habe ich natürlich ganz klar mitbekommen, wenn Michael Rooker auf seiner Facebook-Seite natürlich immer wieder Fotos gepostet hat und ich dann irgendwann sah, okay, die und die spielen damit, was ist das jetzt? Ich habe die ganze Zeit gedacht, das Belko-Experiment wäre so eine, vielleicht so eine Sozialsatire oder vielleicht so eine TV-Serie, was da gedreht wird. Nein, im Endeffekt ist es halt ein relativ schlonziger Survival of the Fittest Thriller halt in diesem Hochhaus, wo sich alle mehr oder weniger dann gegenseitig abmetzeln quasi. Der Film hat schon einige rabiate Sequenzen, ist bitterböse, und Greg McLean hat ja das Ganze gedreht, auf dessen Konto ja auch Wolf Creek 1 und 2 oder auch der wirklich sehr, sehr gute Kroko-Horror The Rogue gehen, und der in diesem Jahr mit 3 Filmen vertreten war, die allesamt in diesem Jahr rausgekommen sind. Einmal The Darkness mit Kevin Bacon, dann eben Belko-Experiment und jetzt vor kurzem Jungle mit Daniel Radcliffe, auf den ich auch ein bisschen Auge geworfen habe, der mich dann doch nach einigen recht positiven Kritiken noch sehr interessiert. Und ja, man muss natürlich ganz klar auf diese Art von Film stehen. Ja, es ist ein Film, der einen nicht wirklich viel bietet von der Handlung, der relativ kurzweilig ist. Es wird hier einiges an Blut vergossen und so weiter und so fort. Mehr allerdings auch nicht, ja. Und ich habe echt grundlegend die Motivation, die am Ende im Raum stand bei diesem Film, was eigentlich das Ganze mehr oder weniger ausgelöst hat. Dieses vermeintliche Belko-Experiment eigentlich komplett vergessen. Aber ansonsten muss ich sagen, es ist ein wirklich ordentlicher Film, mit dem man Spaß haben kann. Aber den, das kann passieren, so wie bei mir, man auch dann relativ schnell auch wieder vergessen hat. Ja, das Belko-Experiment. Ja, dann kommen wir natürlich zum neuesten Chucky-Film, zu dem ich ja schon eine Kritik gemacht hatte. Ein Film, der auch sehr gehörig die Meinung gespalten hat, da er mehr oder weniger dann einen ordentlichen Kurswechsel hinlegt, bei weitem nicht so dieser klassisch geartete, gruselige Puppenhorror ist. Das klappt vielleicht 1 bis 2 Mal und dann ist es mehr oder weniger, dann funktioniert es auch nicht mehr. Und man sich mehr oder weniger versucht hat, hier die Ernsthaftigkeit mit der Absurdität zu mixen, die Filmreihe auch irgendwann ausgemacht hat, vor allem Teil 4 und 5, waren ja absolute Stilbrüche, aber das hat diese Filmreihe auch gebraucht, ein bisschen mehr den Weg des Komischen zu gehen, also mehr in das Terrain einer Horrorkomödie. Und das ist bis zu weitem auch Cult of Chucky, muss ich sagen. Aber ich muss sagen, ich freue mich sehr auf das, was dann eventuell dann vielleicht der 8. Teil dann noch machen wird, um diese Nika vs. Chucky Storyline dann auch quasi abzuschließen. Ich habe eine ausführliche Kritik dazu gemacht, deswegen möchte ich eigentlich nicht mehr dazu sagen. Und Qualität der Blu-ray ist wirklich ordentlich. Die ist auch nicht allzu teuer, muss ich sagen. Und ist ein wirklich gut gemachtes Direct-to-DVD- und Blu-ray-Sequel. Gut. Ja, dann kommen wir zu einem Film, der auch mehr oder weniger letztes Jahr in meiner Top-Liste gelandet ist. The Autopsy of Jane Doe, den ich mir an Halloween reingezogen hatte. Ein wirklich sehr, sehr schöner,
kammerspielartiger Mystery-Horrorfilm, natürlich dessen Auflösung, ja, kann man mögen oder nicht, das war ja für viele so mehr oder weniger der Schwachpunkt gewesen. Schöner, fantastischer Horror, muss ich sagen, mit dieser Jane Doe quasi, mit dieser Leiche, die im Haus gefunden wird, wo alle anderen, die noch dort gefunden werden, regelrecht dahingemetzelt worden sind und sie findet man fast unversehrt im Keller und dann landet sie mehr oder weniger bei den Tildens, die halt, dann quasi die Autopsie an ihr durchführen und dann passieren lauter eigenartige Sachen. Und ja, ich muss sagen, der Film ist wirklich ein schöner kleiner Horrorgeheimtipp, dafür, dass ich mich eigentlich nur noch wenig mit wirklich neueren Horrorfilmen beschäftige. Ich lese natürlich viel darüber, aber die wenigsten davon habe ich mir wirklich angetan. Und ich muss sagen, vor allem aufgrund des Casts, Emil Hirsch und Brian Cox sind wirklich über jeden Zweifel erhaben. Und auch selber, was der Film für Einfälle hat, von der Kameraarbeit her und von den Effekten her, ist das wirklich, muss ich sagen, ein sehr, sehr stimmig inszenierter Film, der wirklich auch gruselig ist, wo die Jumpscares sitzen, der auch wirklich einen tollen Score hat, der sehr schön das Ganze untermalt, muss ich sagen, au chapeau, weil vor allem, wenn man den Film so in der Hand hat und dieses eher so Photoshop-Cover in der Hand hat, dann denkt man eher so, was ist das eigentlich für ein Film? Aber dann doch möchte man vielleicht wissen, aufgrund des Casts, was dieser Film eigentlich kann. Und vor allem, da ich auch von dem Regisseur, dessen Debüt Trollhunter ja natürlich auch noch in der Sammlung stehen habe, muss ich sagen, kann man sich diesen Film auf jeden Fall ohne Probleme anschauen. Der Film hat auch schon einen relativ mittelgroßen Hype hinter sich und steht ja ohne Zweifel der beste Horrorfilm des Jahres. Würde ich auch glatt so unterstreichen, denn wie schon, also vor allem Get Out und so, muss man heute so mittlerweile so bei vielen Filmen, die vor allem als Horrorfilme beworben werden, ganz klar differenzieren, weil sie sich teilweise nicht wirklich wie Horrorfilme anfühlen. Aber dieser Film ist ganz klar ein Horrorfilm, ein fantastischer Vertreter seiner Zunft, der wirklich sehr, sehr viel Spaß macht. Und den kann ich euch auf jeden Fall, wer ihn noch nicht hat, ich gehe davon aber stark aus, dass die meisten diesen Film zumindest schon gesehen haben oder in ihrer Sammlung haben, kann ich auf jeden Fall eine ganz klare Empfehlung aussprechen. Auch von der Qualität selber weiß die Blu-ray zu überzeugen. Ist zwar nur wenige Extras drauf, aber ich muss sagen, der Film ist sehr, sehr gelungen. Also The Autopsy of Jane Doe. Ja, jetzt noch zum Abschluss dieses überlangen Keep Case Lord Film Collecte Parts Nummer 1 gibt es natürlich noch was für die Monster-Fraktion zu sehen. Ganz klar, nochmal hier was zum Thema Godzilla, und zwar Godzilla, die Rückkehr des King Kong, natürlich sicherlich nicht mit dem hübschesten Cover ausgestattet worden, aber als dieser Film angekündigt wurde auf Blu-ray, habe ich mir sofort gesagt, dieser Film muss unbedingt in die Sammlung. Ich habe den irgendwann mal auch in den 90ern gesehen, natürlich eher in dieser relativ kurzen deutschen Kinofassung. Hier ist natürlich noch eine weitaus längere US-Fassung drauf, wo noch zusätzliche Szenen gedreht wurden, in dem es so eine Art Moderator gibt, der bestimmte Szenen und Dinge über die Kreaturen erklärt, was ich auch recht interessant fand. Diese Fassung geht knapp 12 Minuten länger. Die original deutsche Kinofassung geht natürlich rund 79 Minuten und die kann man sich natürlich auch jeweils mit unterschiedlicher Filmmusik, einmal mit der US-Musik und der japanischen Musik reinziehen. Ansonsten ist die Bildqualität ordentlich, reißt natürlich keine Bäume raus, vor allem muss man dann auch das Produktionsalter dieses Films einfach auch da nochmal mit ganz klar nochmal mit reinnehmen, ja, wie viele Jahre dieser Film eigentlich zum Buckel hat, immerhin mittlerweile 55 Jahre, aber ich muss sagen, es ist ein wirklich anständige VÖ und dem Ganzen liegt natürlich hier noch dieses Monster-Booklet bei von Dominik Stark, was für mich allerdings ein kleines Manko hat, würde ich fast sagen, aber ansonsten sehr lesenswert ist. Hier wird natürlich ein bisschen was eingegangen auf diese Kooperation erstmalig zwischen King Kong und Godzilla, was auch schon cool ist. Also der Film, muss ich sagen, macht natürlich viel Spaß, ja. Also das ist natürlich so dieser übliche Kaiju-Stick, den man hier geboten bekommt, ja. Godzilla lässt hier so richtig feuern und dann mehr oder weniger hier halten die beiden Händchen. Die beiden sind so richtig in Love, würde ich fast schon sagen. Dann natürlich hier die beiden beim Fußballspielen am Fujiyama. Und ja, das ist hier so eigentlich der einzige Nachteil darin. Werbung da drin, das weiß ich nicht. Das hätte man sich sparen können oder das hätte man von mir aus separat machen können. Und dann hier nochmal, ja, Sportübung mit Godzilla selber. Aber ansonsten muss ich sagen, es ist eine wirklich anständige Veröffentlichung, die man schon für unter 13 Euro bekommt. Gibt es natürlich auch auf DVD, auch mit dem gleichen Booklet.
Also ich muss sagen, eine rundum gelungene Veröffentlichung. Godzilla, die Rückkehr des King Kong. Und dann haben wir natürlich hier von Splendid diese Zweitauflage ihrer Godzilla Collection. Da gab es ja anfangs diese Tinbox mit diesem, ich glaube, das war ein Digipack gewesen, wo auch ein Booklet dabei war. Ja, das Ganze hatte ich im Auge gehabt, aber dann war das Teil dann doch relativ schnell vergriffen gewesen. Und ich habe mir gedacht, okay, ich will diese, zumindest die Filme, die Splendid rausgebracht hat, die 11 Filme, dann auch mal irgendwie eine Komplettbox haben. Und da hat sich das einfach angeboten. Und deswegen habe ich gesagt, okay, bevor ich jetzt so für jeden einzelnen Godzilla-Film quasi von Splendid so auf Blu-ray so zwischen maximal 8 bis 10 Euro dann Geld ausgebe, investiere ich so knapp mal um die 40 Euro halt für eine Komplettbox und habe alle Filme beieinander, weil es gibt natürlich einige Teile, die ich bis dato noch nie gesehen habe. Natürlich muss ich sagen, war das mitunter einer der schlechtesten Godzilla-Filme, die ich jemals gesehen habe. Und das liegt nur an der zweiten Filmhälfte. Ja, und natürlich hier Destroyer, das war auch ein wirklich toller Film. Aber einige von diesen Filmen kenne ich gar nicht. Ich bin auch ehrlich, ich kenne auch den zweiten Godzilla-Film, kenne ich überhaupt nicht. Wo Angilas das erste Mal mit von der Partie ist. Natürlich der Klassiker selber. Den habe ich natürlich unzählige Male gesehen und deswegen habe ich mir gedacht, okay, greife ich zu dieser VÖ, die auch mit diesem wirklich schön gezeichneten Cover daherkommt. Natürlich an der Seite gibt es hier leider diesen kleinen Riss oder Schnitt halt in der Hülle, aber das war mir dann ehrlich gesagt egal, denn dann ist das Ganze ein bisschen platzsparender, mehr oder weniger dann in der Sammlung. Und ich kann mich dann jetzt an dieser Stelle dann wirklich nur noch auf die etwas älteren Godzilla-Filme, die mir fehlen, dann noch konzentrieren. Gut, das war's jetzt auch mit mehr oder weniger, ihr seht schon, Part Nummer 1 von Lords kleine Filmkollekte für die Monate September, Oktober, November und Dezember, die ganzen Altlasten vom letzten Jahr. Wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder zu Part Nummer 2, wo ich euch die ganzen Steelbooks, Mediabooks und eventuell eine Hardbox und ein Digibook zeigen werde oder Digipack. Das Ganze dürfte dann, sehe ich, von der Laufzeit genauso ausführlich übertrieben werden wie jetzt an dieser Stelle. Ja, und ihr könnt mir natürlich in die Kommentare reinschreiben, wie euch die Filme so gefallen haben, was ihr von den VÖs im Allgemeinen haltet. Könnt ihr natürlich all eure Kommentare wieder reinposten. Ihr könnt natürlich von mir jetzt immer wieder Kurzgeschichten oder komplette Romane verfassen. Würde mich natürlich wieder freuen. Und wir sehen uns auf jeden Fall wieder bald zu Part Nummer 2 von Lords kleine Filmkollekte oder zu irgendeinem anderen Video hier auf diesem Kanal. Ciao, euer Chris.